Was geht ab, meine Sieferdose? Und wir machen weiter in unserem Abenteuer. Wir müssen, glaube ich, zu Master Sword, oder? Let's go, gehen wir mal direkt darüber. Na, 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 na. Wenn ich mich recht entsinne. Ah, und ganz recht müssen wir nochmal uns das Rätsel ansehen. Cloud! Du Penner, hast dich verlaufen! Du! Du, willst du mir sagen? Willst du mir sagen, dass du das Master Sword beschützt? So ein Dackel, der hat sich halt legit verlaufen im Spiel. Du! Ha, komm mal ran jetzt. Jetzt komm mal ran, Junge. Wir haben hier Ridley am Start. Oh. Oh, okay, okay. 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 Ey, was machst du da? Raff dich. Hey Junge, raff dich. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Komm mal ran. Ah, es gibt's doch nicht. Ist so geil am Absprung. So geil mit Ridley. Raus mit dir. Und Claudorinho haben wir jetzt freigeschaltet. Sehr schön. Und jetzt bekommen wir unseren Master Sword. Jetzt bin ich drauf gespannt. Unser Meisterschwert. Meisterschwert. Ridley. Die Macht gehört dir. Führe nun. Oh. Ah, lol. Guck mal, Triforce. Habe ich erst jetzt gemerkt. Jawohl. Na 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 na. By the way, da wir Panz. Kommt mal zurück aus dem Training. Ja, Freunde, ganz angenehm ist jetzt auf jeden Fall. Wir gucken uns noch mal rechts. Da ist doch nämlich ein Kämpfer. Da müssen wir echt drauf gucken. Eine der Eulen muss irgendwas gesagt haben, was so nicht, worauf ich nicht ganz wirklich geachtet habe, sag ich mal. Aber, Moment. Schick mal manche ins Training. Das sind drei Sterne jetzt, ne? Ja, egal. Olle, Vega. Okay. Dude. Na, 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 na. So, und zwar nämlich, ich glaube, die Eule hat irgendwas gesagt. Ah, den Weg zu Mut weist ein Mädchen, welches ihre Freunde harrt. Achso, der war's nicht, aber. Der war's nicht, aber. Was sagst du nochmal? Kann sein, dass es die Statuen, die da oben, die. Warte mal, ich geh mal da rein, was hat denn der gesagt? Der da drüber direkt. Um zu gucken. Ja, genau, du. Und was sagst du? Jetzt. Die Klinge, die das Dunkelband zerteilt, das Kleid. Ja, okay, das war wegen Master Sword, ne? Oh, my, yeah. Was sagst du? Oh, hey, da ist ja noch jemand. Höre die Weisheit der Eulen, sie soll dich auf den. Hey, warte mal, warum ist da noch jemand? Ach so, das haben wir erst bereits freigeschaltet. Hat mir jemand hier einen anständigen Tipp, Orinho? Dein Ernst? Okay. Nein, 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 nein. Okay, geh schon rein. Hey, war das immer offen und ich bin da immer vorbeigelaufen? Kann wirklich sein. Aber wer ist hier? Oh. Oh, Chrome soll krank sein. Okay. Ah, nein, 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 nein. Was ist jetzt los? Ach so, ich falschen Geist. Sorry, sorry. War ich richtig? War doch alles richtig, oder? Ja. Oh mein Gott, okay. Auf den bin ich gespannt. Der soll ich gut sein. Der hat nämlich das oben B von Ike. Ist nicht nur das, was ihn ausmacht, aber ist irgendwie das, worauf ich nicht klarkomme. Ether! Au. Oh. Ah. Oh. Ah. Ah.
Oh ja. Bam. Fang. Komm mal ran, Junge. Ether. Spaß, ey, Spaß. Ne, stech dich ab. Oh, in seinen Rücken. Chrome. Ganz ehrlich, ich würde den mal gerne testen. Ich würde ihn auf jeden Fall mal gerne testen. Ja, stimm ihn einfach mal. Let's go. Chrome Mourinho. Kuppe, bam. Kämpfer, bam. Bada boom. Pow. Chrome. Wo ist denn der Boy? Chrome. Da ist er. Oh, nette Skins. War das ein Rosé-Emblem? Habe ich ein Rosé-Emblem? Mmh, Rosé. Oh, das sieht geil aus. Das sah gut aus. Komm! Der schreit richtig. Der ist richtig heiß auf ihn. Der hat gerade übel geschrien, du. Schauen wir uns noch ganz kurz hier rein, was hier abgeht. Ob wir irgendwas hier freischalten können. Können wir natürlich. Aber wisst ihr was? Wir gehen einfach mal vielleicht. Machen einfach mal die. Oh, ja, ich würde gerne kritzeln. Ja, Spaß, okay. So. Hier hat die Mucke. Es geht weiter. Ja. Die Sache, wie lange gehen wir jetzt? Moment. Also, wir können von beiden Seiten legit gehen. Und wir gehen einfach mal. Und einfach mal die rechte Seite. Oh, ich dachte, hey, warum läuft auf einmal keine Musik mehr? Jetzt komm, noch nie gespielt oder komm! Wie hat gesagt, oh, gegen Yang Link. Yang Link. Also, es sollte aber. Was? Okay. Ja, zur Seite ist sie bei jedem. Es sollte Konto sein, richtig. Ether! Was? Oh, okay, der macht davor einen Schlag nach oben. Bam, ne. Ah, seitwärts hoch. Zack. Zack. Bam. Ich spür's, ich bin der neue Chrome Main. Oh, Spaß. Okay, das ist nur ein Hieb. Warte, ich mach. Ah, gefolgt von. Oh, das sind die Moves. Raus mit dir. Ich so. Interessant, würde man sagen, interessant ist es auf jeden Fall. Aber. Okay, okay. Ist nicht schlecht, muss sein. Komm, ist nicht schlecht. Sein oben B gefällt mir. Das ist ein bisschen anders als von Ike. Er macht zuerst einen Schlag nach oben. Und dann geht er hoch. Oh, wie gruselig das aussieht. Was hast du so viel zu kommen? Ganz ehrlich, ich brauche wieder Ridley. Ich bin so heiß auf Ridley. Sorry, aber ich bin einfach mal Ridley. Ich habe übertrieben Bock auf ihn. Ridley! Ridley! Ich habe jetzt nicht drauf geschaut, ob wir auf irgendwas achten müssen, aber wir gehen einfach mal rein, würde ich sagen. Let's go. Chozo-Statue. Sieht gruselig aus. Die Chozo-Statue. Bin bereit. Wow! Oh, Samus und Ridley, ja, das kann man ja. Wannabe Kopfgeldjäger. Bam! Unter mit dir. Da gehst du auch hin. Ich mach auch auf Samus jetzt. Junge. Oder Mädchen. Ridley! Boom! Boom! Raus mit dir, my boy. Okay. Ah, Ridley sieht schon aggressiv aus. Auf jeden Fall. Chevrum. Ah, das Pokémon fand ich cool, Chevrum. So. Sturm. Leute, es gibt einen Sturm. I need some. Please, please. Sturmresistenz oder Sturmschutz, besser gesagt. Dankeschön. Und. Thanks. Okay.
Den Glurak. Ah, Glurak macht einen auf Dragoran. Ist es das? Warum bist du groß? Nimm mal ein bisschen ab. Oh, du Dodges. Glurak, da habe ich mehr erwartet. Glurak, da habe ich mehr erwartet. Da habe ich legitimately mehr erwartet, Glurak. Was war denn das? Warte, 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 mein Freund. Ah, okay, es geht nur hier hoch. Elektroboden. Oh. Warte mal, mir hat jemand mal gesagt, ich soll etwas ausprobieren, wenn ich gegen Elektroboden kämpfe. Ah, aber Knochenboser, nee, wir nehmen einen anderen. Nehmen wir Xernia 2. Elektrowelts into irgendwas. Was? Elektro. Nee. Warte, warte, warte. Ich weiß es. Warte. Wo ist es? Wo ist das Pokémon? Wo ist das Pokémon? Was für ein Pokémon bist du? Was für ein Po. Ah, nee. Das war nicht Pokémon. Elektrowelts? Gleiche Stärke Elektroangriff etwa Pika. Ja, okay, aber das brauche ich nicht. Nicht bei Ridley. Okay, okay, shit. Elektrowelts into irgendwas raus. Egal. Wir nehmen einfach mal das, was hier uns angezeigt wird, uns empfohlen wird. Wenn ich es sehen könnte, hier. Macht immer den Elektroboden. Genau, und das. Und dann Victini. Victini! Celebi haben wir auch bekommen. Das Celebi war auch gut. Samus, komm mal näher. Jetzt hast du schon Panzer ausgezogen, ne? Bringt ja auch nichts. Mich kann schon mit nicht ablenken. Madame. Neumann Club. Dein Ernst, das war's. Das haben wir jetzt umsonst vorbereitet. Wir haben die ganze Zeit in der Luft gekämpft. Zack, zack. Ja, mit Ridley denke ich schon, dass man in der Luft einen Vorteil hat, ne? I guess it is, yeah. So. Tack. Tack raus. Oh, okay, da ist nur ein Ding. Geht's da nie weiter, oder was? Da hoch, zack. Tatsächlich, wir hätten hier hoch so müssen sollen. Nicht schlimm, wir befreien nämlich den Kämpfer hier. Alles gut. Ich hab irgendwie total... Oh, nee, nicht die Stage. Total was Falsches mir angesehen. Whatever, um so oder so. Falsche Musik. Ey, du bist, das ist total verlaufen. My boy. Oh ne, ich hasse diese Stage. Ich hab keine Smash. Spaß, ey. Gott. Was jetzt, ne? Den haben wir legit umgebracht. Nicht ganz, aber. Komm, komm, ich hab dich dahin, Alter. Wo ist der? Den zerfetzt hab ich den. Bang! Hä? Komm hoch! Komm hoch! Gewonnen! Gewonnen! Okay. Oh, Ganondorf, Vulkanhacke. High Kick in deine Fresse. Sag das doch gleich so. Dauerheilung. Denkst auch nicht, dass ich an, ne? Kolosseum. Es, Junge, es. Da haben wir ihn gut rausgenommen. Da hatte ich aber auch gerade Angst, dass ich da selbst runterfalle. Ne? Aber wir sind Ridley. Wir sind stark in der Luft. Das meinte ich damit auf jeden Fall. Jedenfalls. Hey, ein Hinweis, ein Hinweis. Im Wald ein Schatz und darin ruht der Weg zum Klingenfürst mit dem geheiligten Mahl. Okay.
haben jetzt nicht viel. T-Rex. Oh, warte, kann ich auch da runter direkt? Oh. Oh. Wieso bin ich gegen Feuerboden? Hä? Geschützt? Oder habe ich, verstehe ich das falsch, wie das da oben steht? Naja, da war nämlich schon ein Haken drauf. Aber gut. T-Rex, wow. Riesen-Yoshi, ah. Lol. Boah, was für eine Vorlage an mich selbst, ne? Richtig geil. Das war echt eine Vorlage an mich selbst. Oh mein Gott. Ah, ich kann da nicht runter, okay. Oh, der dunkle Kaiser! Wie geil das aus dem 3DS-Spiel. Geil! Let's go! Gegen wen spielen wir überhaupt? Ah, gegen Ridley! Das haben die cool gemacht, der dunkle Kaiser. Guck dir aber nicht wieder, Princess Ozaru. Let's go. The Princess of all Saiyan. Meow! Oh! Danke für den Sieg. Oh, 4000 Zorn. 4000 Zorn und 35 und 3 Supplets hat das Ding. Bitte! What? Ah, jetzt. Ja, ich muss mich mal das schlau lesen. Ich hab's eigentlich immer noch nicht gemacht. Aber warte mal, was war denn das gerade für ein Geist? Ja, war echt gut. Ja, siehst du, Mann. Komm her jetzt. Mau, ist mal ein bisschen was. Ja, 10-5, okay. Aber 3 Zuplätze. Also, beim Respekt. Nicht schlecht, Oreño. So. Dark World for 3DS, nice. Oh. What the age is this, man? Schwache Schwerkraft, egal. Riesen Glurak! Bereit? Los! Ja, bleib mal da stehen, Junge. Bleib mal du genau da stehen. Okay? Mach schön. Mach schön. Mach einfach mal langsam nichts mal, bitte. Ja. Fortitudo. Keiner weiß. Was für ein Spiel ist denn das überhaupt? Sieht irgendwie nach Bayonetta aus. An! Oh nein, ist das von Xenoblade gewesen? Oh je, ich war nämlich schon nicht so weit. Ach, keine Ahnung. Helena! Komm mit sie, Helena! Pandora's Tower! Palutena! Helena! Ozaruna! Raus mit dir! Ich hab gesagt, raus mit dir! Nee, oh, Platz. Was jetzt, ey? Ey, ey. Du wirst nicht essen jetzt. Easy. Freunde, lass uns doch den Kämpfer dort befreien. Wir sind ja gleich bei ihm. Und dann war's eigentlich für diesen Part. Ist noch. The Legend of Zelda Reihe. Warum schon bei Sturm ein Check? Habe ich echt Sturmresistenz? Will ich mal gucken. Es sei denn, ich verstehe das total falsch. Vielleicht muss auch aufleuchten. Oh, schon wieder Ridley. Junge, mach mal langsam. Oh, was? Was? Was ist das da? Ist das von der... Das ist von der... Das ist... Ich hab tatsächlich Sturmwaffen. Ist es. Nein, ich hab keins. Ich merke aber auch, dass ich keins hab.
Oh nein. Ja, kommst du mal ran jetzt? Ridley, wir wollen kämpfen. Was mit dem, was eskaliert der Sturm jetzt da? Hä? Alter, was ist das für ein Stage bitte? Oh, der hat mich ausgetrickst. Raus mit dir, Mann. Komische Stage. Komische Stage. Aber gut. Da oben wartet noch jemand auf uns. Da oben wartet noch jemand auf uns. Warte mal. Legit noch kein Ganondorf oder was? Tatsächlich. Ich wollte nämlich sagen, ja, haben wir eigentlich Ganondorf, aber nee, sieht nicht so aus. Jedenfalls, lasst uns noch am Ende Ganondorf befreien. Let's go. Mach mal aber easy, mach mal easy. Schmeiß den da kurz raus zur Seite. Und dann wär's eigentlich auch für diesen Part. Deswegen würde ich sagen, let's go. Oh, raus mit dir. Du kommst ja nicht mehr rein. Also Freunde, so viel zu diesem Part. Wir hatten hier Ganondorf befreit und im nächsten Part machen wir dann von hier aus weiter. Wir nähern uns dem Ende dieser Map. Ich finde die Map übertrieben cool gemacht. So, like, einfach so Legend of Zelda-like mit den ganzen Rätseln und so. Hat was. Eine frische Abwechslung, finde ich. Und was geht jetzt? Ah, warte mal, was geht jetzt? Was geht jetzt? Was geht jetzt? Was geht jetzt? Da muss doch ein Gegner kommen. Oh mein Gott, da kommt das Schloss Hyrule? Das Dämonenkönigsschloss ist erschienen, doch nicht Hyrule. Jedenfalls, Freunde, da ist dann unser nächster Gegner für den nächsten Part. Ich hoffe, das Ganze hat euch in diesem Part gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.